Bist du schon im Spiel? Im Hauptmenü zumindest, ja. Im Hauptmenü also. Das reicht mir nicht! Das ist nicht genug! Was soll denn sonst rein? Im Spiel! Ich hab's gehostet! Achso. Ach, das doch. Korb. Wenn die Animation nicht so lange dauern würde. Bin ich! Es ist abgestürzt. Sonja ist beigetreten, Sonja ist gegangen. Komm ins Spiel. Nur wegen dir habe ich den Kack angemacht. Doch. Ich versuch's doch. Wen sagen würde, wieso es abstürzt. Ja, das verstehe ich allerdings auch. Connection failed. Warum denn? Weiß ich nicht, vielleicht denkt er, dass ich noch auf dem Server bin oder so. Bist du aber nicht. Oh, mein Charakter hat sich ein bisschen verändert. Weil Spinatpizza nicht genug kriegt, spielen wir eine weitere Runde. Stardew Valley. Irgendwas ist hier anders. Was denn? Ich sehe anders aus bei mir. Egal. Oh Scheiße, das Eierfest hat begonnen. Komm schnell. Da ist... Oh, warte, Mäxchen streicheln. Mäxchen, hallo. Das ist Boris. Stimmt, das ist Boris. Maxchen ist, Maxchen ist es in meinem Solo-LP. Sorry. Los, Eierfest! Kann ich nicht, ich muss meinen Zaun wieder bauen. Warum denn? Weil irgendjemand meint, lustig sein zu wollen. Lustig sein zu wollen? Ich bin natürlich lustig. Das ist meine natürliche Lustigkeit. Ich muss jetzt mal meine Pflanzen gießen. Ja, das muss ich eigentlich auch, aber das Eierfest! Das hat Zeit. Das hat keine Zeit, das ist das Eierfest. Du willst deine Pflanzen nicht gießen? Doch, aber es ist das Eierfest. Weißt du nicht, was auf dem Spiel steht? Eier. Hallo. Hallo, ein Schwein. Hallo. Was machst du da drin? Ach Gott, das ist alles so zugebaut. Kommst du mal bitte da raus? Oder wird das jetzt eine total eskalierende Folge von kindlichen Aktionen. Kindischen Aktionen, sorry. Nein. Was wird das denn dann? Komm da raus! Komm gleich! Was braucht man nochmal für Dünger eigentlich? Für diesen Standarddünger, was braucht man dann nochmal? Dieses Baumzeug, oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weil an sich ist es ja schon eine gute Idee zu düngen. Für die höhere Qualität und so. Ich habe die Hälfte meiner Ausdauer verbraucht. Ja, passiert. Ja, nur für das Bewässern meines Feldes. Oh Gott, was ist denn hier jetzt kaputt? Kev? Ja. Was machst du da? Boris sitzt hier ganz brav. Und du? Und ich bin auch ganz brav da. Warum baust du dich ein? Ich gehe jetzt zum Eierfest. Ja, dann geh mal. Na komm doch jetzt endlich! Versuch's doch ohne mich! Müsste echt laut den Fernseher. Mein Fernseher. Was hast du da mitgenommen? Was hast du da in der Hand? Das hier? Ja. Eine Speerspitze, ein prähistorisches Werkzeug.
Und, oh, man muss tatsächlich auf beide Spieler warten. Ja. Warte mal. Oh, scheiße, weißt du, was wir vergessen haben? Wir haben vergessen, Geld zu sparen. Für die Erdbeeren. Ja, das ist nicht meine Schuld. Aber wir haben, warte, wir haben 600. Das heißt, wir haben schon 6 Mal, ja, wir haben 6 Mal Saat, das ist erstmal, okay. Ich würde sagen, wir quatschen mit allen Charakteren. Nein, das mache ich nicht. Komme nur wegen den gefüllten Eiern. Unsere Hennen müssen Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen nur das Beste. Aber ist es dann nicht so, dass, wir unsere Dingsbums mit denen steigern? Hier, Spam, dein Liebling. Ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Ah ja, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Robin. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Naja, bis die Sommer dann kommt. Die heißen Temperaturen bringen schließlich den faulen Geruch an den Tag. Hehehe, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Lecker warme, faulige Eier. Köstlich. Guck mal, Kev. Guck mal. Guck mal, ich bin ein Hase. Ich bin ein Hase. Du bist so fett, du passt da gar nicht rein. Nee. Nein, wir fangen noch nicht an. Ich muss erstmal mit diesen ganzen Leuten quatschen. Zählt das dann auch eigentlich? Zählt das dann eigentlich auch für die Quest? Ich weiß nicht, ob das überhaupt zählt dafür. Ja, ich hoffe. Weil das ist ja die Gelegenheit, alle zu treffen eigentlich. Meine Nade. Nase, Allergien. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Tja, Abigail, ich kann dir eine ganz besondere Schatzsuche vorstellen. Ja, aus diesem Videospiel. Ja, genau, aus diesem Videospiel. Wir brauchen 9 Eier, um zu gewinnen, by the way. Okay, ich dachte, wir hätten gerade was gekauft. Ich hätte gerade was gekauft, aber... Hast du nicht. Alles gut. Wir haben kein Geld. Ja. Ich habe aus Versehen ein bisschen zu aufgeklickt. Weil ich die Erdbeersaat gekauft habe. So. Ich würde mal sagen, wir können jetzt starten. Bist du bereit? Nein. Bist du bereit? Ich habe mit dir noch nicht geredet. Ich will auch einen Proteinshake. Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Ein angenehmes Gefühl! Ich habe mit dem noch nicht geredet, komischerweise. Ich brauche das Protein für meine Beine. Ja, und ich brauche das für meinen Penis. So, können wir jetzt loslegen? Ja. Gut. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, lass uns anfangen. Das heißt nur eins. Willkommen zu einer neuen Folge. Beides vs. Schwenartwitzer. Oh nein. Oh nein. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten, die jährliche Frühlingseiersuche. Oh Gott. Ganz ruhig, Kinder, ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Ach Gott, ich hab einen schlechten Spawn. Das ist Schiebung. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen muss. Nun denn, sind alle bereit? Lasst die Eiersuche beginnen. Aus der Bahn! Ich finde keine Eier. Ich hab ein Ei. Da ist ein zweites. Fuck! 2 3 Wie viele Eier hast du? Zu wenig. 4 Mann! Da ist ein fünftes. 5 Nein, nicht unsere geliebte Mona. Da oben ist noch ein Ei. Mann! Zu wenig Eier auf die Sammel. 7 Nein, 6 habe ich jetzt. 6 7 Nein, ich will 8. das Ei, nicht den Anhänger. Nein, ich hänge. Ah. Oh Gott, ich habe 9. Ich glaube, damit haben wir gewonnen. Ich komme da nicht ran. Ich hab 9 Eier. Ich glaube, das reicht. Wow, schaut euch all die Eier an. Oh ja, ich habe 11. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Das war mein Kichern. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche.
Waldes! Yes! The fuck! Da du es angekündigt hast, habe ich jetzt im Prinzip einen Punkt bei Waldes, weil sie spielen Abpizza, oder? Nein. Doch, du hast es angekündigt. Nein. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Ich habe einen Strohhut gekriegt. Toll, ist das ein Pirat oder was? Ja, Strohhut Ruffy. Oh nein, es ist dunkel. Warum ist es denn jetzt dunkel? Weil das Festival vorbei ist. Du wolltest ja deine Blumen nicht gießen. Hab ich aber. Ja, aber du wolltest es nicht. Au. Ich wollte es wohl, aber warum ist es denn jetzt auf einmal schon 22.30 Uhr? Ist doch bescheuert. Weil wir das ganze Festival über gefeiert haben. Außerdem hat Pam was in den Drink gemischt. Also, ich werde jetzt mal die Erdbeeren einlagern, weil die wollen wir ja jetzt im Prinzip nicht anpflanzen. Den Strohhut kann ich aufziehen. Den kann ich mir überstülpen. Oh, ist das cool. Ich habe einen lässigen Strohhut. Das ist genial. Wie waren die Kistensortierung? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall demnächst mal gucken, dass wir mehr Bäume kriegen. Weil das, was wir jetzt hier haben, das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Zu wenig! Okay. So. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's, ja. Ich renne hier gerade noch ein bisschen rum, in der Hoffnung, dass ich irgendwas sehe. Aber ich glaube, der Tag ist damit vorbei. Ja. Ich gehe einfach mal ins Bett, solange es noch vor 12 ist. Oh je, dann gehe ich jetzt auch mal ins Bett. Also, damit die Zuschauer das auch mal gehört haben. Ich finde es sinnvoll, wenn wir uns ein bisschen darin bemühen würden, Arbeitsteilung zu betreiben. Aber ja. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst oder was du denkst, was am besten ist. Wie man also, ich habe eine ganz einfache Arbeitsteilung. Du holst das Geld ran und ich gib's aus. Du bist eine kleine Bitch, weißt du das? Du bist eine richtige kleine... Wow, 35 Gold! Ja. Davon kaufe ich mir ein neues Paar Schuhe. Und rate, wer es sofort ausgeben wird. Du! Wir haben nicht mal 100 oder so. Sind wir nicht irgendwie bei... Ja. So, ich muss erstmal in meinem Fernseher gucken. Es wird den ganzen Tag klar und sonnig. Toll. König der Soßen. Das Rezept ist... Soßen? Kohlsalat. Ja. Der Soßen? Soßen. Weil diese Leute, die nicht Soßen sagen wollen. Soße! Soße. Du hast mir übrigens... Nein, nicht essen. Du hast übrigens, und das nehme ich dir wirklich übel, du hast mein Fenster geklaut. Nachdem du mein ganzes Einrichtungszeug... Ich habe kein Schwert. Du hast mein Schwert geklaut. Ich habe überhaupt nichts geklaut. Erzähl nicht solche Lügen, solche infamen Lügen. Ja, ich streiche mal die Katze. Macht ja sonst keiner. Doch, habe ich auch schon gemacht. Oh nein, ich habe keine Geschenke vergeben. Und wir, die Woche ist fast wieder rum. Ich habe ein Geschenk vergessen. Nein. Du hast das Geschenk für Abigail vergessen. Warum schenkst du eigentlich mir nie was? Ich bin ein zukünftiger Ehemann. Das denkst du? Du wirst es in Pelikan nie zu was bringen, denn ich werde Lügen über dich verbreiten. Shane wird mich trotzdem mögen. Shane? Diese Arschgeburt von einem Kerl. Du kennst ihn nicht. Du würdest lieber Shane heiraten als mich, ist es dein Ernst? Du kennst ihn doch gar nicht. Ich nehme das sehr übel. Shane wird mich trösten. So brauchst du mir gar nicht mehr nach Hause kommen. Von wegen, ich sorg dafür, dass das Geld reinkommt und du gibst es aus. Ja. Kann ich. Das mache ich. Mann! Wenn ich hier alles gieße, dann ist meine Ausdauer weg. Das ist voll für den Arsch. Ich kann gar nichts mehr. Also ich brauche definitiv irgendwie Knabberzeug.
Ist dann schon keine Ausdauer mehr? Naja, ich bin jetzt bei 97. Das ist nicht besonders viel. Okay. Vielleicht brauchst du einfach nur Sprinkler. Ja, aber die Anfangssprinkler sind ja ziemlich scheiße. Die bringen ja nichts. Ja, aber die können wir noch gar nicht bauen. Ja, weil uns dafür Eisenbarren fehlen. Ja. Und dafür müsste mal der Herr in die Mine gehen. Rat mal, wo ich bin. In der Mine. Ja. Das ist gut. Ich habe vergessen, meine Spitzhacke abzugraden, aber wir haben ja auch kein Geld dafür. Nee, haben wir nicht. Aber dafür werden wir demnächst sehr viel... Wir werden demnächst sehr viel Geld haben. Wann ist denn demnächst? Naja, wenn ich viel von meinem Zeug da abgeben kann. Spätestens im Herbst haben wir Geld. Ende Herbst. Was ist denn Ende Herbst? Das... Dann ist kurz vorm Winter. Und im Winter können wir ja nicht so wirklich viel anbauen. Wachsen Obstbäume und sowas, die brauchen doch eine ganze Jahreszeit, um zu wachsen, ne? Ja, kann gut sein. Wachsen die auch im Winter? Oder gehen die im Winter kaputt? Oder wie ist das? Ich glaube nicht, dass sie im Winter kaputt gehen. Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube, das sind Bäume, die bleiben doch einfach stehen. Eigentlich? Wahrscheinlich ohne Früchte. Also eigentlich sollten sie das, ja. Was ist das? Das ist, keine Ahnung. Ignorieren wir. Ich gehe jetzt noch ein bisschen sammeln. Ich guck mal am Strand. Du bist in der Mine? Ich bin Mine. Okay. Kannst ja mal sagen, wie du da vorankommst, so. Schleppend, so wie immer. Das Gute ist halt, dass wenn du Dinger... eine neue Ebene erreichst, also die 5er-Ebenen oder so, dass das dann auch für mich gilt und das ist perfekt. Ja, trotzdem levelst du nicht im Kämpfen. Ne, das stimmt. Ich muss demnächst mal gucken, was ich im Gemeindezentrum abgeben kann, denn ich glaube, ich kann da was abgeben. Ja. Was ist das hier? Kann ich das nochmal nachgucken? Oh, ein Topaz. Ah, hier. Sammeln Frühling. Ich habe Narzisse, Lauch und Löwenzahn. Und wilder Meerrettich auch. Das können wir dicht machen. Ja, mach mal. Sammeln Exoten. Du hast doch eine Höhlenkarotte, oder? Gerade gegessen, ja. Du Honk, das hätten wir abgeben können. In einer von meinen Kisten müsste noch eine liegen. Was war das denn? Das weiß ich nicht. Und wir brauchen noch Holz, Stein und Hartholz. Das kriegen wir auch hin. Och Gott. Hartholz ist gut, das ist doch so schön selten. Ding! Hallo Fahrstuhl. Lehm! Dumm. Oh nein, Elliot ist in seine Wohnung gegangen. Er wird eine Bombe bauen! Elliot? Das ist ja voll friedlich. Das würde der doch nie machen. Der ist ein Linksautonomer, der ist doch nicht friedlich. Der ist alles andere als friedlich. Ich habe mich gerade gewundert, wieso dieser Gegner umdreht und nicht auf mich zuläuft. Das ist eine Leiter gespawnt. Und noch ein Stockwerk tiefer. Ich habe uns ein bisschen Geld besorgt. Ich auch bald. Das Problem ist, dass ich immer noch nicht Mitglied der Abenteuergilde bin, weil mir ein Schleim fehlt, weil ich ja so überstürzt fliehen musste vor diesen fliegenden Maden. Sonst könnte ich nämlich jetzt bei diesem... Oder kann ich jetzt schon bei diesem Händler das Zeug verkaufen, was die Gegner droppen. Also Schleim und so. Schleim und... Ich weiß es nicht. Null? Was ist mit dem Gegner kaputt? Oh, der hat sich verpuppt. Au, au, das meinst du mit fliegender Made. Au, au. Genau das meine ich mit fliegender Made. Die sind einfach nur scheiße. So, also wir brauchen den Lauch. Dann nehmen wir mal den, der nicht so wertvoll ist. So. Dann nehmen wir eine Narzisse. Und den wilden Meerrettich. Dann bringe ich das jetzt mal ins Gemeindezentrum und dann müssten wir eigentlich eine Belohnung kriegen. Ist doch immer, wenn man ein Bündel abschließt, oder? Ja. Das ist doch das Tolle da dran.
Welche Ebene bist du? 17. Das dauert noch ewig. Also heute wird das nichts mehr. Was denn? Irgendwas Gutes zu erreichen. Naja, wir bräuchten ja 50 alleine schon für die Eisenbarren. Also nee, 40. Eisen. Eisen kommt ab 40. Ab 40, okay. Ich will aber bis 80 runter. So, sammeln Frühling. Dup, 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 dup. Bündel komplett. Ab 80 geht's los. Belohnung Brückenreparatur. Ach, da müssen wir alles für haben, ne? Ja. Ah. Ich habe jetzt Frühlingssaat. 30 Stück. Ja, würde ich jetzt ja nicht mehr benutzen, ne? Wieso? Monat ist bald rum. Wie lange braucht es? Wir sind noch 14. Ich weiß es nicht, wie lange es braucht. Steht das da nicht bei? Nee. Aber das braucht niemals so lange. Nee, glaube ich auch nicht. Sondern ich habe jetzt das nächste freigeschaltet und zwar die Speisekammer. Ah, ich habe eine Pastinake verkauft, ich Depp. Aber Blumenkohl. Pastinaken habe ich aber, glaube ich, angepflanzt. Pastinaken, grüne Bohnen, Blumenkohl und Kartoffeln müssten wir noch hinkriegen. Nutzpflanzenqualität wird allerdings, also 5 goldene Pastinaken, das werden wir nicht schaffen. Nee. Aber wir können uns im Sommer ja schon mal darauf konzentrieren, dass wir die Melone ist das, glaube ich, im Sommer, ne? Oder ist das Mais? Gute Frage, nächste Frage. Handwerker wird auch nicht so einfach, also da brauchen wir alle Erzeugnisse, die wir irgendwie besonders durch Obstbäume kriegen oder sowas, oder halt Käse. Ja, das dauert ewig. Ziegenkäse. Bündel Tiere wird auch dauern. Nutzpflanzen Herbst. Ach Gott, ich komme hier nicht weiter. Scheiß. Das ist doof. Ich kann auch nichts mehr essen, ne? Das kann ich nicht essen, das kann ich nicht essen. Nee. Okay, dann war's das mit meiner Ausdauer. Mineralien kann ich auch nicht essen. Wieso kann ich nicht so einen leckeren Quarz verputzen? Ich könnte ja die Kekse essen, damit ich jetzt wenigstens noch was machen kann, aber ehrlich gesagt, sind die Kekse so wertvoll? Eigentlich will ich das nicht. Es sind Omis Kekse. Ich muss sie immer in Ehren halten. Wirst du schlecht werden? Ich will dieses Beet hier so ein bisschen asymmetrisch anbauen, damit das so ein bisschen geil ist. Ich habe so viel Käferfleisch. Wofür brauchte man das nochmal? Ach, für Köder, ne? Ich glaube, dass du das auch, dieses Käferfleisch oder diesen Schleim oder so, den kannst du, brauchst du, glaube ich, auch später für so ein Gemeindezentrumsdings da, Bums da. Ja, das auch. Wusstest du, dass du die Fackeln auch auf den Zaun pflanzen kannst? Ich wusste es bestimmt mal, aber ich hab's vergessen. Oh, du hast hier einen fertigen Blumenkohl. Oh nein, ist sie schon zu Hause? Ich habe den Blumenkohl jetzt mal geerntet. Soll ich den ins Gemeindehaus da bringen? Wieso erntest du meinen Blumenkohl? Weil ich den ins Gemeindehaus bringen kann. Du klaust mir meine Erfahrungspunkte. Wieso Erfahrungspunkte, wenn ich den ins Gemeindehaus bringe? Nein, das Ernten bringt Erfahrungspunkte. Dann darfst du halt bei mir einen Blumenkohl ernten. Du wolltest doch schon immer einen Blumenkohl bei mir ernten. Nee. Doch, ich habe dich beobachtet. Nacht für Nacht. Mit deinen gierigen Augen und deinen Gierlappenfingern. Das ist abgeschlossen. Meine Geschenke. Hä, was ist denn das hier? Ach, das ist das Aquarium. Gotteslachs, den hatte ich schon. Oh. Ja. Habe ich noch die Pflanzen gar nicht gegossen da unten? Da hatte ich ja auch noch welche. Ups, alle. Sardine habe ich schon gefunden. Also wir können auch Fische abgeben ab sofort. Hm. Ich gebe mal den Blumenkohl ab. Jojo. Nutzpflanzen. Frühling.
Grüne Bohnen habe ich jetzt leider auch abgegeben, aber die wachsen ja noch demnächst wieder. Ja. Und Pastinaken müssten eigentlich demnächst auch fertig sein. Also wenn ich morgen die Frühlingssaat anpflanze, dann verbrate ich meine ganze Energie nur fürs Pflanzen und fürs Gießen. Das ist ziemlich krass. Mir gefällt mein Strohhut. Das war mir klar. Hast, so, ich hab das auf dem Weg gepflanzt. Hast du viel Kupfer gefunden? Nö. Ey, eine Fackel. Wieso kannst du das da draufsetzen und ich nicht? Das kannst du auch. Nee, aber ich konnte das nur. Ich hab meinen Weg, meinen Weg kaputt gemacht. Doch, jetzt geht das. Eben ging's nicht. So, ich glaube, wir sollten mal pennen gehen. Bett. Boris schläft auch schon. Das heißt, dass wir ins Bett gehen sollten. Nein, nicht die Kiste öffnen, die Tür. Immer muss ich mich vergreifen. Oh, immerhin 200. Wow, Minenarbeit. Was hast du denn alles abgegeben? Amethyst, Quarz und Topas. Und anderes, das war das... Ach, das Käferfleisch und so kann man ja auch da reinschmeißen, stimmt ja. Ja.